Hallo und herzlich willkommen zur Lesesendung am 23. März 2012. An meine Lesesendungsfans eine etwas beunruhigende Nachricht, und zwar, ich werde eine Zeit lang Pause machen mit der Sendung, weil ich mir gedacht habe, ich habe mehrere in den letzten Wochen bzw. Folgen weniger Gutes gelesen. Da habe ich mir gedacht, ich werde es ein bisschen aufhören, zu viel herum zu senden. Also ich werde es zwar nicht aufhören, im Sinne von nie wieder senden, aber ich werde jetzt eine kleine Pause anlegen und nach der Pause vielleicht im Sommer herum wieder zurückkommen an die Leinwand. Aber nichtsdestotrotz, heute werde ich mal etwas Sachliches erzählen. Ich werde jetzt über die konkrete Poesie erzählen, also nicht bestimmt ein bestimmtes Gedicht von mir vorlesen, sondern ich werde etwas über die konkrete Poesie erzählen, damit man auch die einfachen Leute, nicht die von konkreter Poesie wenig Ahnung haben, mal die Frage beantwortet haben, was ist die konkrete Poesie? Ich verstehe nicht wirklich viel davon. Und darum habe ich mir gedacht, warum sollte ich darauf verzichten, mal etwas darüber zu erklären, und das mache ich heute einmal. Weil die konkrete Poesie ist eine Form der Dichtkunst, die in den 30er Jahren entstanden ist und ihre Blütezeit in den 1950er und 60er Jahren hatte. Vertreter dieser Art der Lyrik, zum Beispiel Eugen Gomringer oder Ernst Jandl, wirken mit ihren Sprachspielen, Mischung von mehreren Sprachen oder Bildern aus Wörtern zeichnen, oder Vokalen ziehen oder mehr Buchstaben vermehrt hinschreiben. Einerseits war provokant und wollen den Leser nachdenken anregen, auf der anderen Seite hingegen greifen sie in der Gründung auf historische Geschehnisse zu. Im Fall Ernst Jandl ist der Zweite Weltkrieg das Erinnerungsstück, auf das er in seinen Schriften aufmerksam machen will. Die konkreten Lyriker wollen unter anderem auf die Unnützlichkeit der Sprache hinaus. Also, dass man Sprache aus diversen Gründen nicht benutzen kann, sei es eine Krankheit, die das Sprechen behindert, oder weil es verboten ist, sich gegen Gebote zu wehren. Beispiel Zweiter Weltkrieg. In dieser Zeit herrschte bei uns in Österreich und auch in Deutschland natürlich eine Diktatur. Wenn man sich nicht an den Befehl Hitlers hielt, wurde man getötet. Und sie wollen, diese konkreten Lyriker wollen auf bildhafte und oder dadaistische Art und Weise ihre Gedanken schildern, sowie das Gedicht von Raimund Wehrs befreien. Hier sehen Sie das Beispiel Apfel, also ein visuelles Beispiel vom Dichter Rainer Döhl. Aber der Sinn des Textes hinterfragen. Es kann beispielsweise, da steht ein Apfel oder ich esse einen Apfel heißen, aber auch, da ist eine Frucht abgebildet, aus der man Kuchen, Gelee, Kompott oder anderes machen kann. Oder aus dieser Frucht kriechen Würmer heraus. Auch ein schönes Beispiel für so eine Kunst ist Ernst Jandls Chanson. L'amour, die Tür, der Chair, der Bauch, der Chair, die Tür, l'amour, der Bauch, die Tür, der Chair, l'amour, l'amour, die Tür, der Chair. Le Tür, d'amour, der Chair, der Bauch, le Chair, der Tür, die Bauch, l'amour, le Bauch, l'amour, die Chair, der Tür, l'amour, die Tür, der Chair. Am Lur, die Tür, che der, betauch, die der, che lauch, am Lur, betur, che dauch, am Lur, betur, die leer, l'amour, die Tür, der Chair. Er benutzt die vier Wörter L'amour, die Tür, der Chair und der Bauch und mischt sie in den Strophen immer durcheinander. Aber was ist der Sinn dahinter? Einerseits kann das eine Vorliebe ausdrücken, dort die Tür gehen, sich auf den Sessel setzen und den Bauch ein- und ausziehen oder Bauchmuskeltraining machen. Andererseits zeigt das, wie betrunkene Leute sich unterhalten. Oder es fühlt sich so an, als sich betrunken Leute unterhalten, weil man da vor sich hin lallt, aber nicht wirklich weiß, was man da wirklich herredet. Jandl's Etude in F
wo man aber den Kernpunkt des Gedichtes aussage eindeutig herauszulesen ist, zeigt auch einen Unterschied zwischen Sprache und Handlung des Gedichtes. Also, dann lese mal kurz vor. Eile mit Pfeile, Eile mit Pfeile, durch den Falt, durch die Füste, durch die Füste, durch die Füste, bläst der Find, Fallfischbauch, Fallfischbauch. Eile mit Pfeile, Eile mit Pfeile, auf den Fellen, weiter Meere, auf den Fellen, weiter Meere, Eile mit Pfeile, auf den Fellen, Fallfischbauch, Fallfischbauch. Eile mit Pfeile, auf den Fellen, weiter Meere, Fallfischbauch, Fallfischbauch. Wenn fertig, Wiedersehen, Fallfischbauch, Fallfischbauch. Wenn fertig, Wiedersehen, wenn fertig, Wiedersehen, Fallfischbauch. Wenn fertig, Wiedersehen, Fallfischbauch, Fallfischbauch. Ach, die Heimat, ach, die Heimat. Wenn fertig, Wiedersehen, ist so weit. Einerseits will es vermitteln, wie ermüdete Menschen kommunizieren. So fertig, dass sie die weichen Ws in harte Fs vokalisieren. Aber auch die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wo viele Menschen ums Leben kamen. So viele Freunde, die man da verloren hat, wird ja ausgedrückt bzw. angedeutet. Wenn fertig, Wiedersehen. Fallfischbauch. Die Freunde, die sind tot. Und sie wurden vom Wal verschluckt und befinden sich daher in seinem Bauch. Also metaphorischer Art und Weise ist es beschrieben worden. Ja, und damit bedanke ich mich. Das war schon wieder mit der Lesesendung. Ich werde das, wie gesagt, eine kleine Pause machen mit der Sendung. Wir sehen uns vielleicht im Sommer wieder, wenn ich wieder etwas weniger Stress habe und dann wieder mal vom ganzen Stress wieder zurückkomme, mit aufgemuntert und mit neuen Texten und besseren Texten. Nur so stelle ich noch die Frage, wen fährt ich Wiedersehen? Und das war's auch schon wieder mal mit heute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, auf Wiedersehen.